Er ist angekommen. Er ist einfach angekommen. Let's go! Er hätte schon letzte Woche Freitag kommen sollen. Aber er ist da. Oh mein Gott, Jungs. Der erste Moment, mein erster PC. Davor immer nur mit diesem kleinen Scheißding gearbeitet. Hat mir aber gute Dienste geleistet, über 5 Jahre, muss ich echt sagen. Aber jetzt wird Zeit, dass die zwei Monitore endlich in Gebrauch kommen und wir endlich mal mit über 150 FPS zocken können. Oh mein Gott, ey. Mein erster PC. Komm, wir gucken mal rein. Wir gucken mal rein. Was ist da dabei? Was ist da dabei? Jetzt aktivieren. Was ist das? Bullguard, okay. Da haben wir schon mal einen Schutz. Mal gucken, ob wir das auch benutzen. Ich weiß es nicht, ob wir es brauchen. Scheiße, ey. Jetzt kann ich nicht die Kamera heben und den PC auspacken. Das ist ja wieder mal klar. Wisst ihr, was wir machen? Ich habe hier ein Stativ hängen. Wir packen das Stativ. Da mache ich die Kamera drauf. Und dann könnt ihr währenddessen zuschauen. Let's go, So, Jungs. Jungs, Stativ ist aufgestellt. Und jetzt hoffen wir, dass die Scheiße funktioniert. Jetzt wird's interessant. Können wir erstmal. Eigentlich können wir ja erstmal. Oh. Können wir krachen lassen. Nein, haben wir mal raus einfach. Kommt alles raus. Oh, Scheiße. Jetzt bin ich gespannt. Oh, shit. Alter, ich dachte, die bauen das Ding fertig zusammen. Oder haben die nur die Kartons mitgeschickt? Sieht man das? Jungs, ey, was haben wir hier am Start? X570 Pro 4 AS Rock. Ich habe keine Ahnung, was ist das? Ich glaube, das ist das Mainboard, oder? Ja, Mann, das ist das Mainboard. Ich habe doch keine Ahnung, ist mein erster PC, aber das ist das Mainboard. Ich hoffe, die haben das eingebaut oder ist da noch was drin? Nein. Wie ihr seht, einfach nur der Karton. Zum Glück schon eingebaut. Jungs, das wäre es gewesen, ey. Stell mal vor, ey, ich muss das selber einbauen. Ah, okay, ich habe gehört, das ist wie Lego zusammenstecken. Dürfte kein Problem sein, oder? Was sagt ihr dazu? Aber was haben wir noch am Start? Oh, GeForce RTX. Kann man das überhaupt lesen? Jo, guck mal, so kann man das richtig nice lesen. Das ist wohl die Grafikkarte. Ne, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall auch nichts mehr drin. Die Kartons heben wir alle mal auf. Wir haben 3 Jahre Garantie. Oder zwei? Ich glaube, wir haben vielleicht, ja, 2 Jahre. 2 Jahre sind völlig ausreichend. So lange wird das Ding schon überleben. Was haben wir hier? CR201 mit RGB-Beleuchtung. Ah ja, wenn wir schon einen PC holen, dann wollen wir auch ein bisschen bunt in der modernen Zeit. Eieiei, komm, wir gucken mal. Sollen wir da reingucken, ob da noch irgendwas drin ist? Oh, Scheiße, das will nicht aufgehen. Komm, wir gucken. Komm, keine Faxen, geh auf. Scheiß drauf, da ist eh nichts mehr drin. Die haben schon eingebaut. So, was haben wir hier? Eieiei, was haben wir hier? TX650M, 650 Watt. So, das ist unser Netzteil von Corsair. Oder wie spricht man das aus? Corsair? Keine Ahnung. Das haben wir auf jeden Fall einbauen lassen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob es ausreichend ist. Aber eigentlich schon. Wir haben das gut gemacht. Ein paar Kollegen haben geholfen. Schauen wir mal, was hier noch drin ist. Hier sind noch Kabel drin. Ja, noch ein Stromstecker drin. Keine Ahnung, was das ist. Ich hoffe, wir müssen nichts mehr selber machen. Weil, Jungs, dann wird es heute nichts mehr mit Stream. Dann dauert es noch eine Woche, bis ich zum Stream komme, wenn ich dann noch irgendwas selber basteln muss. So, jetzt kommen wir zum. So, wir haben es geschafft. Wir haben ihn ausgepackt. Verdammte Scheiße, habe ich Hitzewallungen bekommen. So, ich habe jetzt 3 Tage in dem PC in Benutzung. Jetzt dachte ich, ich mache noch mal ein Video. Dann können wir nachher auf YouTube alle Videos zusammenschneiden. Ich wollte jetzt einfach noch mal euch ein Feedback geben. Hab jetzt, ja, 3 Tage gebraucht, um alles richtig einzustellen mit den Monitoren, auch für Twitch eben zum Streamen. Und am ersten Tag hat es leider noch nicht so geklappt, aber
Jetzt läuft alles und ich bin mega, mega zufrieden. Also der PC ist einfach wirklich abartig gut. Ich wollte ihn euch jetzt einfach nochmal auch im Detail zeigen. Sozusagen, ihr habt jetzt hier vorne die drei Lüfter. Die könnt ihr aber auch jederzeit sozusagen hier mit der Fernbedienung könnt ihr dann die Farbe ändern. Das ist kein Problem. Das ist halt schon mega schön. Klar, beim Zocken lenkt es vielleicht ein bisschen ab, aber wenn man jetzt abends auf dem Sofa chillt oder so oder im Dunkeln, kommt schon cool, ey. Also ohne RGB-Beleuchtung würde ich es jetzt nicht unbedingt haben wollen. Deswegen, weil so Modis auch einfach mal abends laufen lassen, hat halt einfach was. Und dieses Gehäuse, 70 € hat es gekostet. Hier ist jetzt leider Glas. Deswegen sieht man da jetzt nicht so genau rein. Ich kann mal ein bisschen rein gehen versuchen. Das Geile ist hier an der GeForce, an der 270 Super X sozusagen. What's your Also game? wie Dann da gesagt, unten. Das sieht man jetzt ein bisschen schlecht wegen dem Glas. Kann mal gucken, wenn ich so ein bisschen kipp. Ist auf jeden Fall wirklich schön. Der Lüfter ist jetzt, weiß ich gar nicht, ob ich den farblich verstellen kann. Habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert in den 3 Tagen oder den hier hinten. Das muss ich mal. Ne, der hier hinten hängt an den drei. Also das ist der Gehäuselüfter. Aber das hier ist ja sozusagen die zusätzliche Lüftung. Und da weiß ich jetzt nicht, ob man den extra verstellen kann. Da muss ich mich nochmal informieren. Hier unten sieht er dann sozusagen einfach die Grafikkarte. Und da jetzt der PC gar nichts, also keine Auslastung hat oder so, wir nichts zocken, stehen die Lüfter sozusagen still. Und da ändert sich halt die Farbe auch immer wieder sozusagen. Die hängt ja auch jetzt nicht mit dem Gehäuse zusammen. Ich gucke jetzt gerade mal, oder? Nicht, dass ich was Falsches sage. Nee, ich glaube, die ist extra. Vielleicht muss ich da mal schauen, ob ich diese LEDs auch extra verstellen kann. Da habe ich mich jetzt noch nicht informiert. Aber ich wollte euch trotzdem da jetzt mal einfach das zeigen. Ansonsten wirklich ein sehr, sehr schickes Teil. Auch mit den Monitoren, der in der Mitte hat jetzt 165 Hz. Der ist links ist der MSI, wo ich ein Video schon drüber gemacht habe. Den will ich auch nicht vermissen. Den benutze ich ja sozusagen links als Desktop, dass ich dort alles sehe und die Seiten währenddessen öffnen kann. Und ja, damit zocke ich eher weniger. Da mache ich meine Bildbearbeitung, aber zocken auch kein Problem, habe ich auch getestet. Aber zum Zocken, da ich jetzt einen PC habe, habe ich mir hier nochmal von Asus einen 165 Hz Monitor geholt. Ein bisschen kleiner, 24,5 Zoll und ja, ist ein bisschen chilliger. Auf jeden Fall, ich wollte einfach mein Feedback noch am Ende des Videos zu dem PC geben. Und er hat mich jetzt insgesamt 1450 € gekostet. Ich werde euch alle Teile extra nochmal einblenden und ich werde euch alle Teile einfach unten sozusagen verlinken. Dann könnt ihr euch auch so ein PC zusammenstellen. Ich mache jetzt keine Werbung, da ich ja auch nicht gepartnert bin oder gesponsert wurde. Und deswegen guckt ihr einfach unten in die Videobeschreibung. Guckt euch an. Ich habe auf jeden Fall bei Dubaro bestellt. Mit dem Service bin ich sehr, sehr zufrieden. Also, wie gesagt, ich bin nicht gesponsert, sondern einfach mega guter Support. Auch wenn man Fragen hat oder so, ohne Probleme direkt geantwortet. Und ja, also, da hat einfach alles gepasst. Und auch wie der PC ankam, habt ihr ja gesehen. Ich guck mal. Ja, ich glaube, ja, da werden wir ein Video dranhängen auf jeden Fall. Und oder vorne kommt das hin. Bin jetzt nicht so der Profi bei YouTube und das wisst ihr ja hoffentlich, aber mir geht's immer darum, die Bilder oder wie soll ich sagen, die Videos jetzt nicht zu perfektionieren und so. Ich bin eher so der Fotograf, jetzt nicht der Videospezialist und ja, ich glaube, so kommt es auch natürlich ungestellt rüber und dann passt das für euch. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare hauen. Auf jeden Fall, jedes Spiel stelle ich halt auf 180 FPS, da wir einen 165 Hz Monitor haben und alle Spiele sind ohne Probleme spielbar und wirklich genial. Also, ich kann keine Konsole mehr spielen. Das ist mein Feedback nach 3 Tagen. Ich kann keine Konsole mehr spielen, außer FIFA. Für die Qualifikation muss ich halt auf der Konsole spielen. Ansonsten, egal, ob es Call of Duty, Fortnite, Counter-Strike habe ich jetzt mal angefangen. Ich werde in Zukunft alles nur noch auf dem PC spielen. Es ist einfach so flüssig und
macht viel, viel mehr Spaß und ja, mehr wollte ich jetzt gar nicht dazu sagen. Könnt auf jeden Fall meinen Like da lassen, lasst mal ein Abo da, ihr könnt ja auch die Glocke abonnieren, freue ich mich, ist jetzt kein Zwang, ist alles kostenlos und ja, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, haut sie unten rein und dann, ja, das Setup werde ich unten mit Amazon-Links bestücken und dann könnt ihr euch auch so ein PC einfach selber zusammenstellen oder bei Dubaro selber zusammenstellen. Mit den Lüftern gucke ich mal noch, ob ich da sozusagen die Farben habe ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigt. Ich habe mich jetzt immer nur mit diesen Farben beschäftigt. Ja, wie ihr auch seht, hier oben. Ja, die Anschlüsse wollte ich euch nochmal zeigen. Links halt ganz normal Headset-Anschluss. Dann habt ihr hier zwei ganz normale USB. Ich weiß nicht, ob die USB 3 sind oder USB 2. Ne, hier steht es, glaubt, dran. Der eine ist USB 3. Dann habt ihr hier, habt ihr nochmal einen Typ C. Dann könnt ihr hier auch die RGB-Beleuchtung, falls mal die Batterien leer sind von der Fernbedienung sozusagen, dann könnt ihr auch dort feststellen. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Ansehen. Hat mich gefreut. Und ich bin abartig zufrieden mit dem Teil und hab mega Spaß und wünsche euch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wann auch immer ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Danke für euren Support.